Gut, dann können wir in die Tagesordnung einsteigen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 32, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Jahr des Respekts, Hessen lebt Respekt, Drucksache 19/4826 aus 19. Als Erste spricht Kollegin Wolff für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Klage in unserer Gesellschaft, ja, manchmal die Fassungslosigkeit, ist mit Händen zu greifen. Ein Autofahrer wird mit Zigarette im Mund, Handy an der Hand, in der Hand und am Ohr mit 150 km mitten in der Innenstadt in Darmstadt erwischt. Die neueste PISA-Studie legt ihr Augenmerk auf das Mobbing in der Schule und weist aus, wie viele Kinder diese Erfahrung der Verrohung machen müssen. Das Doping im Sport zerstört die Leistung der redlich trainierenden Sportler. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Jobcentern, Lehrkräfte, Journalisten, Ärzte, Ordnungskräfte und selbst Rettungsdienste werden mittlerweile körperlich angegriffen oder im letzteren Falle auch nicht zu Unfallorten durchgelassen. Gewaltfantasien und so im Rahmen der 1. Mai-Exzesse links- und rechtsextremistische Gewaltaufrufe im Netz und in sozialen Medien sind schlicht erschreckend. Meine Damen und Herren, Wegsehen hat überhaupt keinen Sinn, darf nicht weggenuschelt werden, und es muss festgestellt werden, dass rechtsstaatliche Verfolgung gegen Vergehen und Verbrechen ihren Platz hat und zwingend notwendig ist. Aber wir dürfen auch nicht übersehen, dass wir in einem öffentlichen und veröffentlichten Bewusstsein leben, only bad news are good news. So darf es aber nicht zugehen in einer Gesellschaft, und so ist es auch noch nicht. Es gibt eine kleine Gruppe in unserer Gesellschaft, die sich nicht an einen respektvollen Umgang gewöhnen wird. Es gibt eine Gruppe, die immer in allen Lebenslagen und unbedingt für andere Menschen da ist. Die große Mehrheit in der Bevölkerung schaut auf Orientierungsfiguren. Und wir wollen, dass die Orientierungsfiguren, die Vorbilder, engagierte Menschen sind. Menschen sind, die andere respektieren, Menschen sind, die anderen helfen, selbst wenn es ihnen selbst gar nicht so gut gehen muss. Menschen, die Rücksicht nehmen, Menschen, die ihren kulturellen Standpunkt haben und andere tolerieren. Kurz gesagt, wir wollen in unserer Gesellschaft Schatzsuche betreiben und nicht Defizitfahndung. Dabei sind wir nicht blöd, und wir sind auch nicht ignorant, das Schlechte zu sehen. Aber wir wollen die Kraft des Respekts stärken und stark machen. Daher, meine Damen und Herren, die Initiative Hessen lebt Respekt, die nicht eine Kampagne der Landesregierung ist, sondern eine gezielte Initiative über ein ganzes Jahr, kein PR über eine Woche, sondern ein Jahr Aktivitäten. Dabei gehen wir davon aus, dass wir nicht in den Strudel des Negativen kommen wollen und uns ziehen lassen, sondern wir kämpfen für diejenigen, die wissen, die eigentlich wissen, was gut ist, aber oft nicht den Mund aufmachen. Wir kämpfen für die, die engagiert sein möchten, aber Gleichgesinnte brauchen. Wir kämpfen für die, die zur ehrenamtlichen Tätigkeit bereit sind, dass sie es auch tatsächlich tun. Wir kämpfen für die, die jeden Tag wenigstens eine gute Nachricht verbreiten, drucken, schreiben. Wir kämpfen. Wir kämpfen für die, die nicht nur Probleme beschreiben, sondern auch analysieren und Lösungen suchen. Meine Damen und Herren, dafür braucht es Partner. Das kann nicht Politik allein, das kann nicht Regierung allein, das kann der Landtag nicht allein. Und es haben sich schnell viele bereit erklärt, diese Partner zu sein,
bei der Initiative Hessen lebt Respekt. Verlage, Medien, der Sport, die Verkehrsverbände, Autoverband, Persönlichkeiten wie z.B. Nele Neuhaus und es werden viele andere dazukommen. Meinen herzlichen Dank, unseren herzlichen Dank dafür, sich einbinden zu lassen in diese Initiative. Meine Damen und Herren, Respekt setzt voraus Wahrnehmung, setzt voraus Hinschauen, setzt voraus Achtsamkeit und Empfindsamkeit. Und ich finde, man sollte auch das empfinden, was bewegend ist. Und für mich ist bewegend, wenn drei Freundinnen sich 10 Tage lang Urlaub nehmen, um der vierten in den letzten Tagen im Hospiz Beistand zu leisten. Ich finde es bewegend, wenn ein krebskranker ehemaliger Tennisjugendmeister seine ganze Kraft nutzt, um die Lilien zu pushen für den Ligaaufstieg und gleichzeitig Spenden für die Kinderkrebshilfe zu sammeln. Johnny Heimes, der schon ausgezeichnet worden ist. Ich finde es bewegend, wenn über Facebook blitzartig in Windeseile eine Hilfsaktion für eine Familie zustande kommt, die ihr Dach verloren hat, die plötzlich in Not geraten ist. Und diese Hilfsaktion wird aus dem Boden gestampft und ist erfolgreich über Nacht. Meine Damen und Herren, ich finde es bewundernswert, wenn ein ehemaliger Boxer mit schwieriger eigener Biografie Jugendliche auf die Spur setzt. Ich finde es bewundernswert, wenn Menschen in Vereinen ausdauernd über 40 Jahre hinweg alles tun, sich engagieren und für diesen Verein einsetzen und für nichts sich zu schade sind. Ich finde es bewundernswert, wenn Menschen ohne Aufhebens ihrer Nachbarschaft helfen, Lebensmittel besorgen, Menschen, die es nicht mehr alleine können. Ich finde es bewundernswert, wenn Schülerinnen und Schüler älteren Menschen das Handwerkszeug für die Blackbox-Computer vermitteln. Nur wenige Beispiele für das, was wir wahrnehmen können, wenn wir hinschauen, wenn wir bereit sind, Empfindungen zu sehen, wenn wir bereit sind, diese wahrzunehmen und auch Wertschätzung zu zeigen. Und ich finde, Respekt bedeutet dann auch, diese Dinge stark zu machen. Stark machen zum Beispiel der Lehrkräfte in ihrer Autorität und sie nicht zu schwächen durch permanente Angriffe. Ich finde, es geht darum, Helfer stark zu machen, die den Einsatz von Polizei und Hilfsdiensten unterstützen, und sei es manchmal nur mit einer Tasse Kaffee, aber es gibt viele andere Möglichkeiten auch. Stark machen der Eltern, die sich Zeit nehmen für ihre Kinder, Interesse zeigen für ihre Kinder, wie es ihnen in der Schule, wie es ihnen in ihrem Vereinsleben und sonst wo geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Initiative Respekt zeigen hat eine Menge damit zu tun, Dinge stark zu machen. Und deswegen stellt sich Hessen ein Jahr lang der Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Wie wollen wir gemeinsam leben? Was wollen wir gestalten, das kein Gesetz gestalten kann? Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Werteordnung hat ihre Pfeiler im Grundgesetz, in Gesetzen, aber sie lebt aus Haltungen heraus. Darum geht es in dieser Initiative. Respekt, Zusammenhalt, Vorbild, das sind Haltungen. Und wir wünschen uns deswegen ein Jahr der Haltung über diesen Tag hinaus und durch diese vielen Aktivitäten auch in einer Wirkung über dieses Jahr des Respekts hinaus. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Bevor ich in der Debatte fortfahre, möchte ich auf der Besuchertribüne Herrn Pater Gabi Gege begrüßen, der heute die Andacht gehalten hat. Er betreut Christen aus dem Libanon und Syrien, die jetzt in der Rhein-Main-Region leben. Herzlich willkommen. Als Nächstes hat das Wort Kollege Rudolph für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Artikel 1 unseres Grundgesetzes lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das haben die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes 1949 auf den Weg gebracht. Ich glaube, das ist richtig. Und diese Verpflichtung haben wir alle gemeinsam. Und deswegen, Frau Kollegin Wolff, ich kann die meisten Ihrer Passagen und Ausführungen auch teilen. Ich sehe auch, wir sehen auch mit großer Sorge, dass das Thema eines ist, Respekt in der Gesellschaft, was immer mehr verloren geht. Der Egoismus macht sich immer mehr breit. Aber ich finde, das Thema ist zu wichtig. Was wäre das übrigens für eine Gelegenheit gewesen, zu sagen, wir gemeinsam im Hessischen Landtag mit der Landesregierung machen eine Kampagne für mehr Respekt? Was wäre das mal für ein Ansatz gewesen? Stattdessen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es eine Kampagne der Landesregierung. Sie haben das eben so schön gesagt, das ist nicht eine ganze Woche, das ist eine PR-Aktion das ganze Jahr über. Und Sie stellen dafür 800.000 € zur Verfügung. 150.000 € gehen in Projekte, 150.000 von 800.000, weniger als 25%, weniger als ein Viertel gehen an ehrenamtliche Organisationen, Helferinnen und Helfer. Und da liegt natürlich der Verdacht nahe, wenn Sie sich auch die Internetseite der Staatskanzlei mit den vielen schönen Bildern anschauen, dahinter, dass es sich um eine mediale Inszenierung dieser Landesregierung handelt. Und wenn sie eines kann, diese Landesregierung, dann ist es, sich selber zu inszenieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde das Thema, da bin ich ganz realistisch, und da muss ich Ihnen ein Lob aussprechen. Da haben wir noch Nachholbedarf, da kann man von Ihnen noch lernen. Wie stellt man sich selber großartig dar? Nein, da lasse ich nicht mit mir verhandeln. Wahrheit ist die Wahrheit, und die muss gesagt werden an der Stelle. Meine Damen und Herren, wir reden über Respekt. Ja, wir sind bereit dazu. Herr Benz, ach, Sie sind auch da. Schön, Sie zu sehen. Man hört zu wenig von Ihnen dieser Tage. Das ist auch nichts Neues. Das ist wie bei Herrn Tauber auf Bundesebene. Meine Damen und Herren, Respekt, respektloser Umgang zeigt sich natürlich auch im praktischen Handeln der Politik. Wie geht diese Landesregierung bei dem Thema Respekt mit den Bürgerinnen und Bürgern um? Und da lassen Sie mich sehr deutlich darauf hinweisen, wir haben das nicht vergessen wie viele andere. Wir finden, der respektloseste Umgang mit den Verbänden, mit den Beschäftigten des Landes Hessen in den letzten Jahren war die Durchführung der Aktion Düstere Zukunft. Dies war der respektloseste Umgang. Das war der Höhepunkt einer kaltschnäuzigen Politik von Herrn Koch, wo man über Internet mitgeteilt hat, das Frauenhaus wird geschlossen. Seht zu, wie er das organisiert. Wo man Initiativen, meine Damen und Herren, dann gesagt hat, seht zu, wie könnt ihr euch zukünftig organisieren. Ihr bekommt kein Geld mehr. Macht das mal selber. Das ist schon auch eine Frage des Respektes, mit denjenigen umzugehen, die sich um andere kümmern, die unsere Hilfe brauchen. Genau das, was Sie eben eingefordert haben, Frau Wolff. Und deswegen lassen wir Ihnen das nicht durchgehen, dass Sie so etwas in der Vergangenheit mal eben nicht gemacht haben. Meine Damen und Herren, Respekt, Respekt. Sie können ja rausgehen, wenn Sie nicht passt, Herr Bellino. Respekt, meine Damen und Herren, Respekt, meine Damen und Herren, hat auch damit etwas zu tun, wie Sie mit den Teilnehmern des Bildungsgipfels umgegangen sind. Wir haben es gestern gehabt in der Bildungsdebatte. Unser Kollege Chris Degen hat darauf hingewiesen. Ein Prozess, der über mehrere Jahre organisiert wird, viele Beteiligte einladen, sagen, teilt uns mal mit, was ihr gerne an Vorschlägen hättet, und am Schluss genau das Gegenteil zu machen, ist auch eine Frage des Respektes, wie man miteinander umgeht. Genau das haben Sie an der Stelle nicht getan. Wo war eigentlich der Respekt vor Lehrern, Eltern und Schülern bei der Einführung von G8? Im Landtag haben viele gewarnt, Expertinnen. Mittlerweile
ist dieses Projekt grandios gescheitert. Es gibt ganz wenige Schulen, die G8 anbieten. Wir haben aber eine Schülergeneration, nicht wir, Sie haben die politische Verantwortung gehabt, eine Schülergeneration war das Versuchskaninchen für eine verkorkste Bildungspolitik bei G8. Auch das eine Frage des Respektes, wo Experten und viele darauf hingewiesen haben. Sie haben es ignoriert. Auch das gehört zum Thema Respekt vor Hinweisen, Meinungen und Mahnungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für uns heißt Respekt allerdings auch vor harter Arbeit, vor denjenigen, nennen wir die Altenpflegerinnen, nennen wir die Erzieherinnen, nennen wir die, die sich um die kümmern, die im Hospiz sind. Da erwarten wir auch Respekt, und nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch bei der Bezahlung. Es war die CDU, die bis zuletzt gegen die Einführung des Mindestlohnes gekämpft hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine ordentliche Bezahlung ist auch eine Frage des Respekts vor Arbeit und der Würde von Menschen. Und deswegen, Respekt heißt auch, dass wir grundlose Befristungen, aber Leiharbeit muss ordentlich geregelt werden. Auch das eine Frage des Respekts vor harter Arbeit. Gerade dort, wo es um Menschen geht, wird die Arbeit auch von dieser Gesellschaft, finden wir, so nicht anerkannt, wie es dringend notwendig ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, Respekt nicht nur in Sonntagsreden, sondern sie muss sich auch im praktischen Alltag und im Leben widerspiegeln. Und da erwarten wir uns gemeinsame Initiativen. Dazu sind wir gerne bereit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Respekt vor Familien heißt aber auch Ausbau und Qualität der Kinderbetreuung, und nicht eben, dass man dann Schulgeld am Nachmittag einführt, dass man eben Aufgaben anderen überlagert und sie allein dabei lässt, sondern Respekt heißt für uns auch, dass Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit konsequent durchgesetzt werden, unabhängig vom Einkommen der Eltern und von der Herkunft. Und deswegen, meine Damen und Herren, Respekt ist weitergehend, das ist ein Teil unserer Gesellschaft. Ja, Herr Pentz, wenn Sie dazwischenrufen, dann lassen Sie uns diese Aufgaben gemeinsam angehen. Respekt ist zu wichtig für eine mediale Inszenierung dieser Landesregierung. Respekt, Artikel 1 des Grundgesetzes, muss täglich gelebt werden. Ja, das mag Ihnen ja alles nicht passen. Trotzdem sagen wir es, weil es wahr ist. Und Respekt heißt auch, meine Damen und Herren, dass man im parlamentarischen Alltag eines Landtages auch Minderheitenmeinungen akzeptiert und respektiert. Das Credo der CDU seit 1999 heißt, Mehrheit ist Wahrheit. Und wir könnten Ihnen viele Fälle davon erzählen. Und Respekt, wie sind wir damit umgegangen, als wir den NSU-Untersuchungsausschuss eingerichtet haben? Hessen war das einzige Land, wo es keinen einstimmigen Beschluss des Bundestages gab. Es gab Länder, da gibt es einen einstimmigen Abschlussbericht, Landtag, einen einstimmigen Abschlussbericht zum NSU. Das wird es mit Ihnen in Hessen nicht geben. Ich finde, diesen Respekt sind wir den Opfern auch schuldig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben, Frau Wolff, darauf hingewiesen, so steht es auch in Ihrem Antrag, diese Kampagne macht die Landesregierung auch mit einer Verlagsgruppe. Wieso machen Sie das nur mit einer Verlagsgruppe, das heißt mit einer Mediengruppe? Die Frage ist, wie unabhängig kann das noch funktionieren? Auch das sind durchaus Fragen. Wenn es wirklich um den Kern geht, wie wir wieder mehr Respekt in diese Gesellschaft erziehen können, das teile ich. Was auf den sozialen Netzwerken teilweise passiert, ist ein Skandal in dieser Gesellschaft, wie Menschen ihre Rechte auch missbrauchen. Wenn Polizisten geprügelt werden, wenn Rettungskräfte angegriffen werden, dann sind das alles Dinge, das muss uns gemeinsam Sorgen machen. Da sind wir sehr bei Ihnen. Aber da geht es nicht darum, dass eine Regierung ein ganzes Jahr für 150.000 € Projekte macht, 650.000 € in die Projektsteuerung ausgibt, viele bunte Bilder präsentiert. Respekt muss tagtäglich gelebt werden. Das wäre eine klassische Aufgabe von uns allen gewesen. Aber Sie haben uns dazu weder gefragt, noch brauchen Sie uns augenscheinlich. Und wir werden das wahrscheinlich nachher von dem zuständigen Staatsminister, Herrn Wintermeyer, hören. Ich habe ja auch nur einmal gefragt, das passt Ihnen auch schon nicht, Herr Kollege Bellino. Auch das vielleicht einfach subsumieren wir das unter dem Aspekt Respekt, dass ich eine Frage stellen darf, auch wenn sie Ihnen unangenehm ist, und Sie entscheiden, was Sie machen. Das ist auch eine Frage des Respekts, aber damit habe ich kein Problem. Wer immer von der Regierung antwortet, die Kernfrage bleibt doch, warum machen Sie diese Kampagne, meine sehr verehrten Damen und Herren? Geht es Ihnen wirklich purer Neid? Ja, Sie haben völlig recht. Sie nehmen einmal 800.000 € in die Hand, während Sie anderen das verweigern, die Unterstützung. Und deswegen, ja, die Absicht mag ja gut sein, allein uns fehlt der Glaube, weil Ihr praktisches Handeln im Gegensatz zu dem steht, was in Ihrer Kampagne zum Teil postuliert wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, das ist so. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Das Thema Respekt ist eines, was wir in dieser Gesellschaft gemeinsam brauchen können. Wir müssen es ausbauen. Sie haben eben gesagt, zum rechtsstaatlichen Handeln, Frau Wolf, gehört aber, dass der Rechtsstaat auch deutlich machen muss, wo Grenzen überschritten werden. Also, wenn Täter eben nicht mehr verfolgt werden, wenn von 675 Strafverfahren am Schluss nur 30 übrig bleiben, dann stellen sich schon Fragen, was diejenigen empfinden müssen, die eben betroffen sind davon. Auch das ist eine Frage, die wir gemeinsam angehen müssen. Das Thema Respekt ist jedoch eines, bei dem Reden und Handeln dieser Regierung und der sie tragenden Fraktion weit auseinanderfallen. Wir lassen es Ihnen jedenfalls nicht durchgehen, wenn viele richtige Worte durch falsches Handeln konterkariert werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Hahn, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es reicht für mich schon der heutige Morgen, um festzustellen, dass die Respektlosigkeit auf alle Fälle groß ist. Auf der Fahrt von meinem Heimatort Bad Vilbel hierher habe ich nicht nur einmal heute Morgen erleben dürfen, wie respektlos sich Verkehrsteilnehmer benehmen. Ich habe mir schon lange abgewöhnt, mich darüber aufzuregen, aber ich stelle es jedenfalls noch fest. Und wenn ich heute Morgen die Zeitung aufgeschlagen habe und das eine oder andere gelesen habe, so war natürlich zu erkennen, dass das Thema Respekt, dass das Thema den anderen ernst nehmen, dass das Thema die Interessen des anderen auch schützen wollen, in unserer Gesellschaft nicht so groß ausgeprägt ist. Ich bin kein Freund von diesen Feststellungen, das war früher alles viel besser gewesen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es in vielen Dingen noch viel respektloser zugegangen ist. Kollege Dietz und ich hatten gestern eine Besuchergruppe aus der Stadt Kamen, in der wir uns auch darüber unterhalten haben, ob es denn früher besser war oder nicht. Und Kollege Dietz zu Recht darauf hingewiesen hat, dass es noch keine 200 Jahre her ist, dass in diesem Land, ich lasse jetzt einmal das unsägliche Hitlerreich weg, sehr respektlos zugegangen ist, als die Feudalherren beschlossen haben, was zu tun und insbesondere was zu lassen ist. Also, ob das nun früher besser war, der Jurist vor Gericht würde sagen, ich stelle es streitig. Aber das ist auch egal. Jedenfalls ist die Respektlosigkeit in unserer Gesellschaft sehr groß. Ich habe das Gefühl, dass es eine Reihe von Geschäftsmodellen gibt, sei es im wirtschaftlichen Bereich, sei es aber auch im politischen Bereich, die darauf aufbauen, mit Respektlosigkeit etwas zu verdienen, sei es Geld, sei es Wählerstimmen. Und deshalb ist es vernünftig, dass ein Land wie Hessen sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich würde sagen, liebe Kollegin Karin Wolf, nicht nur eine Woche lang, aber auch nicht nur ein Jahr lang. Nicht nur ein Jahr lang, sondern immer, von morgens bis abends, 365 Tage im Jahr und solange jedenfalls die Mitglieder der Landesregierung und die Mitglieder dieses Landtages ihr Amt, ihr Mandat haben. Also, Sie merken, dass wir die Idee des Respektes in keinster Weise karikieren. Und ich halte jetzt auch keine Oppositionsrede von diesem Pult aus, um alles das aufzuzählen, was wir als Freie Demokraten, als Liberale an der Regierungsarbeit der derzeit Regierenden nicht gut finden. Deshalb sage ich noch einmal, ja, es ist richtig, dass in dem Antrag festgestellt wird, dass gegenseitiger Respekt die Grundlage für ein friedliches und erfolgreiches Zusammenleben ist. Ja, das ist so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Freien Demokraten in diesem Hause stehen voll und ganz hinter diesem Satz. Was uns nur irritiert, ist der Weg, den Sie gewählt haben. Was uns irritiert, ist, dass man mal so als Opposition hört, liest,
Agenturmeldungen. Die Landesregierung habe das Jahr 2017 zum Jahr des Respektes ausgerufen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das respektvoll? Ist das respektvoll gegenüber der ersten Gewalt und gegenüber den Oppositionsabgeordneten in diesem Hause? Wo werden wir da angesprochen? Wo werden wir da mitgenommen? Wo wird uns gezeigt, dass man auf Ihrer Seite, Grüne und Union, Respekt vor uns hat? Wieso kommt man nicht auf die Idee? Ich sage sehr bewusst respektlos, wie ich manchmal bin. Sie kamen garantiert auf die Idee. Wieso haben Sie die nicht umgesetzt, uns vorher zu fragen? Warum gab es nicht die Einladung des Ministerpräsidenten an die Fraktionsvorsitzenden in diesem Hause? Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, wir möchten gerne, dass der Respekt in unserem Lande ganz oben steht. Wollen wir das nicht gemeinsam machen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Warum nicht? Warum nicht? Der Schwab würde sagen, das hat vielleicht ein Geschmäckle. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, was mich auch, und das ärgert mich, wenn Sie denn schon meinen, es alleine machen zu müssen, wir alle wissen ja, jetzt bin ich wieder respektlos, warum Sie das meinen, warum haben Sie dann nicht z. B., Herr Wintermeyer, die Stiftung Miteinander dazu genutzt? Wir haben Initiativen, wir haben Institutionen in unserem System, die sich genau mit diesem Thema Respekt auseinandersetzen. Das ist die Stiftung Miteinander, das ist die Ehrenamtsagentur und. Wurde auch nicht gemacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das hat ein bisschen Geschmäckle. Da kommt man dann doch drauf, dass es vielleicht eine falsche Fehlleistung der Kollegin Wolff eben gewesen ist, als sie von der Presseaktion nicht nur für eine Woche, sondern für ein Jahr gesprochen hat. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja schön, dass Sie aus der Gesellschaft Mitstreiter gefunden haben. Ich bin ja noch nicht ganz blind, auch nicht in dem Machtzentrum der hessischen Politik, um mir ein bisschen vorzustellen, wie das gelaufen ist. Aber es ist ja schön, dass Mediengruppen mitmachen. Es ist schön, dass bekannte Journalisten, dass bekannte Menschen aus den verschiedensten Bereichen mitmachen. Und deshalb frage ich noch einmal, warum ist nicht auch Florian Rentsch, warum ist nicht auch Schäfer-Gümbel und warum ist nicht auch Frau Wissler gefragt worden, ob sie mitmachen, um ein breiteres Fundament darzustellen für diese Respektkampagne des Landes Hessen? Weil es offensichtlich keine Kampagne des Landes Hessen alleine sein sollte, sondern es sollte eine Kampagne der Landesregierung des Landes Hessen sein. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Kollegin Beer würde sagen, mit Verlaub, das ist nicht vernünftig angelegt. Und lassen Sie mich als dritten Abschnitt sagen, mit einem werden Sie in diesem Jahr leben müssen, dass wir Ihre Handlungen und auch Ihre Haltung immer wieder vergleichen an dem Wort Respekt. Immer wieder vergleichen an dem Wort Respekt. Denn das Respektvollste, was man machen kann, ist die eigene Verhaltensweise. Sind Sie mit mir einer Meinung? Sind Sie vollkommen mit mir einer Meinung? Dass man sich respektvoll verhält, wenn man eine Respektkampagne fährt. Und da schauen wir einmal. Ich habe das Gefühl, dass das bisher nicht immer geglückt ist. Und ich sage auch gleich zwei Beispiele. Da schauen wir einmal, wie sich die Mitglieder der Mehrheitsfraktionen hier benehmen. Hier an diesem Pult zum Beispiel benehmen, aber auch durch Zwischenrufe benehmen. Wir werden schauen, wie denn mündliche Fragen beantwortet werden. Ja, nein, haben wir alles gehabt. Gestern mal nicht, aber ansonsten meistens. Wir werden auch schauen, dann habe ich nicht genau aufgepasst, da war ich respektlos gewesen, fünf Minuten. Wir werden auch schauen, meine sehr verehrten Damen und Herren,
wie denn die Fristen bei der Beantwortung von Anfragen eingehalten werden, wie denn der Respekt ist. Wie denn der Respekt ist, kommt nicht. Wir werden auch darauf achten, wie sich Mitglieder der Landesregierung von ihrem Sitz aus benehmen. Es ist respektlos, von hinten reinzurufen. Es ist respektlos, von hinten reinzurufen. Aber wenn das jetzt auf einmal zum Lachen ist, dann zeigt das ja, Frau Kollegin, dass Sie mit dem Respekt offensichtlich etwas anderes meinen, als eben Ihre Kollegin Wolff hier vorgetragen hat. Ich meine es nicht. Ich stehe inhaltlich voll und ganz hinter dem Vortrag von Karin Wolff. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden schauen, wie Sie denn damit umgehen, wenn Ihnen einmal der Gaul durchgegangen ist. Der Gaul kann jedem einmal durchgehen. Das weiß auch ein Hahn. Das weiß auch ein Hahn. Kann jedem mal durchgehen. Aber wie man sich dann nachträglich damit auseinandersetzt, ob man z.B. dann noch einmal ans Pult geht und sagt, sorry, das mit der Niedertracht habe ich so nicht gemeint, da ist der Gaul mir durchgegangen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das gehört zum Thema Hessen, das Land des Respekts. Und damit Sie uns Freie Demokraten nicht falsch verstehen, fasse ich noch einmal zusammen. Das Thema ist wichtig. Das Thema ist würdig, dass man Kampagnen darüber macht, wegen mir auch für 1,5 Millionen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da sollten wir nicht kleinkrämerischer sein, als Kleinkrämer sind. Aber bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollege Hahn, bei allem Respekt, aber Sie müssen zum Schluss kommen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, nehmen Sie das Angebot an. Und ich würde empfehlen, respektvoll jetzt, dass die Opposition Ihnen eben gegeben hat. Nehmen Sie uns mit ins Boot, damit es eine Kampagne aller Hessinnen und Hessen mit Amt und Mandat ist und nicht nur der von CDU und der GRÜNEN. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wilken für DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Niemand von uns hat etwas gegen Respekt. Und Frau Wolff, Sie haben eindrucksvoll gute Beispiele aufgezählt, was wir wahrscheinlich alle anstreben. Niemand von uns hat etwas gegen respektvollen Umgang miteinander, Wertschätzung des Gegenübers, na, eigentlich Wertschätzung allen Menschen gegenüber, wie der Kollege Rudolph mit dem Zitieren des Grundgesetzes deutlich gemacht hat. Und es ist ja jetzt nun auch nicht so, als ob Sie mit Ihrer Kampagne da ein neues Rad erfunden haben. Wir in den Gewerkschaften, mit Anführung der IG Metall, führen eine Respektkampagne schon seit Jahren durch. Und wenn wir uns anschauen, mit welcher unterschiedlichen Organisation und Beteiligung das passiert, dann schließe ich mich ausdrücklich meinen beiden Vorrednern an. Dort machen wir das etwas anders als Sie hier mit den regierungstragenden Fraktionen und der Landesregierung. Meine Damen und Herren, auch mir geht es darum, den Respekt aus dem Reservat der Sonntagsreden herauszuholen und zum alltäglichen Handeln zu machen. Doch da hapert es, wie wir tagtäglich hier in diesem Hause erleben können, wie wir tagtäglich auf Veranstaltungen mit Mitgliedern der Landesregierung erleben können. Es hapert auf jeden Fall bei der Hessischen Landesregierung, denn zum einen sind Arroganz und Respekt sich wechselseitig ausgrenzende Haltungen, und zum anderen fehlt es in vielen Bereichen, an genau diesem Respekt in den dann alltagsrelevanten Entscheidungen bei der Mehrheit in diesem Haus und konsequent eben auch bei der Landesregierung. Kampagnen, auch Imagekampagnen, leben davon,
ehrlich und vertrauenswürdig zu sein. Deswegen muss ich die wohltuenden, warmen Worte der Kampagne mit den realen Entscheidungen dieser Regierung vergleichen bzw. konfrontieren. Also tun wir doch jetzt einmal so, als würden Sie diese Kampagne wirklich ernst meinen und Respekt, Wertschätzung und Anerkennung in Ihrem alltäglichen Regierungshandeln und Sie bei Entscheidungen hier im Parlament anerkennen. Wie sähe denn dann das Leben von Beamtinnen, Beamten bzw. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in unserem Land aus, wenn sie mit Respekt behandelt würden? Wir hätten eine angemessene Besoldung, wir hätten eine ausreichende Personalausstattung, angemessene Arbeitsbedingungen der hessischen Beamtinnen und Beamten, Nullrunden und eine magere Erhöhung der Beamtenbesoldung würden der Geschichte angehören. Die 42-Stunden-Woche, 41-Stunden-Woche, auf jeden Fall die nach wie vor längste Arbeitszeit in ganz Deutschland, würde der Vergangenheit angehören. Doch was wir erleben, ist etwas ganz anderes. Wir erleben den Lehrkräftemangel und die damit einhergehende Masse von Belastungsanzeigen der Lehrerinnen und Lehrer, die von der Landesregierung einfach ignoriert werden. Wo ist denn da der Respekt? Die Landesregierung zeigt aktuell eher Mangel an Respekt gegenüber den Interessen der eigenen Beamtinnen und Beamten. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nur eine ganz kurze Bemerkung machen zu dem Versuch, die Wertschätzung gegenüber Polizisten durch eine Verschärfung des Strafrechts zu erlangen. Das ist, das hatten wir hier mehrfach diskutiert, der genau falsche Weg. Selbstverständlich treten auch wir für die Wertschätzung gegenüber Polizistinnen, Polizisten und anderen Einsatzkräften ein. Aber den Weg, den Sie beschreiben, ist kein erfolgversprechender. Wenn Bürgerinnen und Bürger noch Zweifel an meinen Reden über Ihren respektvollen Umgang haben, dann hätten Sie gerade wieder ein gutes Gegenbeispiel gehabt. Meine Damen und Herren, glauben Sie wirklich, dass es den Erziehungsfachkräften und Tageseltern, die am 15. Mai den Tag der Kinderbetreuung begehen, reicht, wenn sie ihnen Respekt bekunden, aber nichts für ihre Entlastung und besseres Einkommen tun? Warme Worte alleine helfen nicht. Meine Damen und Herren, Respekt gegenüber Migrantinnen und Migranten bedeutet eben nicht nur, Rassismus zu verurteilen und zu bekämpfen, sondern auch, Menschen nicht in unsere Herkunftsländer abzuschieben. Afghanistan ist Kriegsgebiet. Menschen aus diesem Land brauchen einen sicheren Aufenthaltsstatus. Sie müssen ihre Familie nachholen können. Respekt gegenüber Flüchtlingen bedeutet Integration, nicht Sammelabschiebungen. Meine Damen und Herren, Respekt gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern bedeutet auch, dass man sie nicht flächendeckend abhört. Und wenn dies geschieht aus dem US-Generalkonsulat heraus, dann muss die Landesregierung mit uns dafür sorgen, dass das aufgeklärt und abgestellt wird. Und Respekt bedeutet, dass wir Bürgerinnen und Bürger Informationen aus Verwaltungen bekommen. Sie verweigern uns immer noch ein hessisches Informationsfreiheits- und Transparenzgesetz. Das ist respektlos, meine Damen und Herren. Respekt gegenüber Alter bedeutet nicht nur Höflichkeit der Jungen gegenüber Alten, sondern es bedeutet, dass wir für seniorengerechtes Wohnen sorgen, dass wir Mobilität im Alter und menschenwürdige Pflege sicherstellen und auch ein Altern in Würde ermöglichen. Aber was ist aktuell der Fall? Im ländlichen Raum fehlt die Infrastruktur, um älteren Menschen den Verbleib in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Einkaufen oder der Arztbesuch werden zum Problem. Pflegekräfte fehlen sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Wir brauchen genügend und gut ausgebildete Altenpflegerinnen und Altenpfleger, und diese so wichtige Arbeit muss angemessen bezahlt werden. Das ist Respekt im Alltagshandel.
Was heißt Respekt gegenüber Kindern? Das heißt als erstes Mal, dass wir die Riesenmasse von Kindern, die in Hessen in Armut leben, aus dieser Armut herausholen müssen. Und es heißt, dass wir Kinderrechte gegebenenfalls auch in unserer hessischen Verfassung stärken müssen. Respekt, meine Damen und Herren, vor allen Dingen von den GRÜNEN. Was sagen Sie denn eigentlich den Fluglärmgegnerinnen im Rhein-Main-Gebiet? Die würden sicherlich zum Respekt auch die Worttreue eines heutigen Regierungspartners gerne sehen. Und, meine Damen und Herren, was heißt denn Respekt gegenüber Menschen mit Behinderung? Nicht nur Toleranz, sondern dass man sie nicht ausgrenzt. Eine inklusive Gesellschaft. Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte unserer Gesellschaft. Dafür müssen Barrieren abgebaut werden. Dazu gehören Barrieren bei öffentlichen Gebäuden und privatem Wohnraum, genauso wie Barrieren in den Köpfen abgebaut. Das ist Respekt. Meine Damen und Herren, ich schließe mit dem Hinweis, eine Kampagne alleine reicht auf keinen Fall. Kämpfen Sie mit uns für eine respektvolle Gesellschaft, die nur dann respektvoll ist, wenn sie sozial gerecht ist. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Man kann natürlich über viele Dinge diskutieren, die hier gerade auch angesprochen worden sind. Ich glaube, auch viele Einordnungen in Respekt und Respektlosigkeit kann man so machen. Aber ist es wirklich zielführend in einer Debatte, wo es um ein großes gesellschaftliches Problem geht, wo es darum geht, einen größeren Kontext herzustellen, sozusagen den Hessischen Landtag und politische Entscheidungen in diesem Landtag, die ja durchaus kontrovers entschieden werden, und wenn sie kontrovers entschieden werden, gleich als respektlos darzustellen, das weiß ich nicht, ob das nicht viel zu kurz gegriffen ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich würde mir wünschen, dieses Thema weiterzumachen. Ich würde mir wünschen, dass wir die Themen aufnehmen, die in der Gesellschaft bei vielen Menschen diskutiert werden, und dass wir das nicht im politischen, oppositionellen, regierungsmäßigen Klein-Klein verlieren, sondern dass wir einmal darüber nachdenken, was bringt es eigentlich für eine Chance, eine solche Debatte zu führen und sie in die Gesellschaft zu tragen. Das wäre für mich ein Thema, über das ich gerne heute geredet hätte. Ich finde es gut, dass wir heute uns die Zeit nehmen und über dieses Thema diskutieren. In vielen Bereichen begegnet uns das Thema. Aber auch für viele Menschen in Hessen ist Respekt ein Thema, das sie persönlich beschäftigt. Leider ist ein respektvolles Miteinander in unserer Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit mehr. Es geht bei der Kampagne also auch darum, diesem Mangel an Respekt entgegenzuwirken, Vorbilder aufzuzeigen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wertvoll ein respektvoller Umgang miteinander ist. Das ist, glaube ich, das Ziel dieser Kampagne, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man der Kampagne Hessen lebt Respekt, wenn der Kampagne Hessen lebt Respekt das gelingt und sie dazu beiträgt, dass Hessinnen und Hessen mehr über den Zusammenhalt, die Vielfalt und Akzeptanz nachdenken, dann wäre schon einiges gewonnen. Ob in Medien, im eigenen Bekanntenkreis oder auf der Arbeit, wir alle werden regelmäßig auf diesen Mangel an Respekt aufmerksam gemacht. Das Thema betrifft dabei ganz unterschiedliche Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wir werden im Bereich der Innenpolitik immer wieder mit den Schilderungen von Polizisten und Feuerwehrleuten oder Rettungssanitätern konfrontiert, denen Respektlosigkeit zum Teil auch in Form von Gewalt regelmäßig bei der Arbeit begegnet. Obwohl sie eigentlich im Dienst der Gesellschaft unterwegs sind, werden sie solchen Aggressionen und solcher Respektlosigkeit ausgesetzt. Sie
löschen Feuer, sie retten Leben, sie sorgen für Ordnung und für Sicherheit. Dafür haben Sie allemal, meine Damen und Herren, unseren Respekt verdient, und wir sollten uns dafür einsetzen, dass die Gesellschaft Ihnen auch diesen Respekt gegenüberbringt. In der Schule wiederum erfahren Lehrerinnen und Lehrer oftmals einen Mangel an Respekt gegenüber ihrer Person. Wir erleben fehlenden Respekt gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern, Nutzern des öffentlichen Personennahverkehrs, Fahrradfahrern, Autofahrern. Kollege Hahn hat das gerade auch angesprochen. Außerdem haben wir uns vor ein paar Monaten mit dem Thema Fake News, Hasskommentare in sozialen Medien beschäftigt. Ein Thema, das viele Menschen in unserem Land beschäftigt. Wir haben den Mangel an Respekt gegenüber Andersdenkenden beklagt und Beschimpfungen und Herabwürdigungen in den Netzen kritisiert. Es ist doch allemal aller Ehren wert, über dieses Thema zu diskutieren und es in eine Kampagne zu gießen, meine Damen und Herren. Deswegen verstehe ich die Kritik in Teilen nicht. Wir waren uns, glaube ich, bei den Diskussionen einig, dass wir insbesondere die Frage der Hasskommentare und der Herabwürdigungen in das Bewusstsein der Menschen führen, dass wir über dieses Thema sprechen, dass wir darüber einen breiten gesellschaftlichen Diskurs brauchen. Nur wenn wir darüber reden, können wir versuchen, eine Änderung herbeizuführen. Das wollen wir auch mit der Kampagne erreichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Kampagne Hessen lebt Respekt schafft in dieser Hinsicht die notwendige Plattform für dieses Thema. Menschen und Projekte mit Vorbildcharakter zeigen, wie es geht, statt lediglich über einen Mangel an Respekt zu reden. Wir sollten Respekt auch nicht mit kontroverser Debatte, mit Streit oder mit heftiger Diskussion verwechseln, wie das ja zum Teil vorhin auch schon hier geschehen ist. Nein, politische Debatte und Kontroverse muss auch in einem Parlament geführt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unterschiedliche politische Auffassungen müssen aufeinanderprallen. Das ist Aufgabe von einem Parlament. Aber die Frage ist, in welcher Form man respektvoll mit der Argumentation des anderen umgeht. Das ist für mich die Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen. Respekt meint ja nicht das sture Einhalten von Regeln oder gar Obrigkeitsgehorsam. Respekt meint die Fähigkeit, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Wir wollen für Rücksichtnahme, für Hilfsbereitschaft werben, für Fairness und Wertschätzung fördern. Genau das will die Kampagne, und deswegen ist es wichtig, dass wir über dieses Thema reden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht um Toleranz und Hilfsbereitschaft im Alltag. Es geht um Rücksichtnahme im Verkehr. Es geht um Fairness im Sport. Es geht um Respekt in sozialen Medien, Wertschätzung der Arbeit von Polizei, Rettungskräften und Ehrenamtlichen, Integration von Flüchtlingen, Menschen anderer Herkunft zu respektieren. Das ist das Thema, meine Damen und Herren, und es ist aller Ehren wert, das zum Thema auch in diesem Landtag zu machen. Deswegen verstehe ich die Kritik an der Respektkampagne nicht. Was ist schlecht daran, über Respekt und Respektlosigkeit zu reden und damit eine Debatte in die Gesellschaft zu tragen? Was ist schlecht daran, auf ehrenamtliche Arbeit aufmerksam zu machen, bei denen Respekt gelebt und für einen respektvollen Umgang geworben wird? Was ist daran zu kritisieren, besondere Projekte in diesem Land auszuzeichnen, die sich dieser Fragestellung stellen? Ich habe die Kritik an der Kampagne nicht verstanden. Und wenn man beklagt, dass, Zitat, es mehr um die Selbstdarstellung der Regierung als um wirkungsvolle Aufklärung geht, dann glaube ich, dass hier Kritik des Kritisierens wegen geübt werden. Schade, dass wir in diesem Hessischen Landtag nicht in der Lage sind, bei einem so wichtigen Thema gemeinsam eine Richtung zu diskutieren und den Versuch zu unternehmen, das auch hier im Landtag zu einem gemeinsamen Thema zu machen. Das hätte ich mir von der Debatte auch heute hier gewünscht, meine Damen und Herren. Es ist der Landesregierung gelungen, ein breites Bündnis aufzustellen, Kooperationspartner zu finden, FFH, Wiesbadener Kurier, ADAC, Verkehrsverbünde, LPR, Landessportbund. Wenn alle Partner sich dieses Thema auf die Fahne schreiben,
werden viele Menschen in Hessen mit der Botschaft konfrontiert. Das kann doch nur gut sein, meine Damen und Herren, wenn wir das mit der Kampagne erreichen. In der Schule, im Verein, in sozialen Medien, in Wohngebieten, in sozialen Einrichtungen, auf der Arbeit oder in der Freizeit, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Auch an hessischen Straßen und in Bussen und Bahnen und in den Verkehrsverbunden soll mit Plakaten für mehr Rücksicht geworben werden. Kundenbefragungen der Verbünde haben gezeigt, dass sich viele Fahrgäste gestört fühlen durch mangelnde Rücksichtnahme, durch Lärm, durch Drängeln beim Ein- und Aussteigen, aber auch über einen mangelnden Respekt gegenüber älteren Menschen. Das ist doch ein Thema, über das wir reden können, meine Damen und Herren. Ich verstehe die Kritik nicht. Der Mangel an Respekt im Straßenverkehr haben wir schon alle erlebt. Der Kollege Hahn hat es gerade hier berichtet. Drängeln, Hupen, Vogelzeigen ist noch eines der angenehmeren Zeichen, die man da begegnet. Das ist ein Thema, das wir durchaus bearbeiten sollten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir sollten dafür werben, dass wir Rücksicht nehmen, dass wir Respekt auch anderen gegenüber zeigen, auch im Straßenverkehr. In einer Zeit, in der viele Menschen in Deutschland Zuflucht vor Krieg und Verfolgung gefunden haben, ist es doch wichtig, dafür zu werben, dass alle miteinander respektvoll umgehen. Alle miteinander respektvoll umgehen. Das gilt für beide Seiten. Das gilt sowohl für die hier Lebenden, aber auch für die, die in unser Land zugewandert sind. Meine Damen und Herren, unser Grundgesetz ist für alle in Deutschland Lebenden die Grundlage des Zusammenlebens. Kollege Rudolph hat es zitiert. Der Respekt für den Andersdenken, der Respekt für unterschiedliche Lebensweisen und Lebensformen, Respekt für andere Religionen und Weltanschauungen, der Respekt für die sexuelle Orientierung anderer Menschen hat bei uns sozusagen Verfassungsrang. Respekt für die Vielfalt unserer Gesellschaft, dafür wollen wir leben. Es ist gut, dass wir in Hessen klarmachen, Hessen lebt Respekt. Vielen Dank.